Mengen für eine Ausschreibung, für eine Kalkulation, eine Kostenschätzung, Kostenberechnung oder eine Abrechnung zu ermitteln aus einem BIM-Modell. Das ist die Aufgabe unserer Kunden und dabei ist es möglich, hier die Gesamtmengen oder aber auch, wie man hier in der Nebenrechnung sieht, alle einzelnen Bauteile aus einem BIM-Modell zu ermitteln und an eine beliebige AFA-Software zu übergeben. Das machen unsere Kunden mit dem MUM-Praxispaket Kalkulation aus dem BIM-Booster und unsere Kunden schätzen dabei die praxisnahe Anwendung, die Einfachheit und das schnelle Einlernen natürlich in die Software ist sehr wichtig. Sehr wichtig bei der Entwicklung war unseren Kunden nicht auf einen Content angewiesen zu sein, sodass ich beliebige Katalogdaten und auch Modelldaten benutzen kann und trotzdem schnell und praxisnah Mengen ermitteln kann. Nach dem Anlegen eines Projektes habe ich nun eben die Möglichkeit, über die Schnittstellen GAP, ÖNORM oder EBKP einen beliebigen Katalog zu importieren und für diesen möchten wir jetzt Mengen ermitteln. Sehr effektiv ist es natürlich für unsere Kunden, die bereits Projekte erstellt haben. Wir haben eben die Möglichkeit, aus früheren Projekten einfach Filter zu laden, die wir dort bereits gebaut haben. Und man sieht jetzt direkt nach der Berechnung, dass eben Positionen bereits befüllt sind. Das heißt, so habe ich von Projekt zu Projekt mehr Filter gebaut, mehr Zuweisungen und ich werde immer automatisierter. Ich habe ein lernendes System. Nichtsdestotrotz, wenn aber Positionen noch nicht befüllt sind, ist es sehr einfach, jetzt Daten zu filtern aus meinem BIM-Modell. Ich habe hier die bekannten Filtermöglichkeiten aus unseren Werkzeugen und kann diese sehr schnell jetzt wieder Positionen zuweisen, indem ich einfach die entsprechende LV-Position wähle und auch über Formeln habe ich natürlich die Möglichkeit, wie zum Beispiel hier den Stahlbedarf zu ermitteln. Das heißt, ich kann auch Positionen natürlich befüllen, die nicht unmittelbar modelliert wurden. Da stehen mir sämtliche Formeln zur Verfügung, die man auch in Excel verwenden kann. Eine der Top-Funktionen für unsere Kunden ist natürlich das Kontrollieren der Modellmengen. So habe ich jederzeit die Möglichkeit, mich auf eine Position zu stellen und mir dann grafisch anzeigen zu lassen, welche Bauteile sind denn jetzt verknüpft mit dieser LV-Position. Das hilft natürlich auch Vertrauen zu schaffen für die Kalkulatoren. Fast noch wichtiger oder beliebter ist die Funktion, alle Bauteile zu filtern, die noch nicht zugewiesen sind und mir dann eben grafisch anzeigen zu lassen, welche Positionen noch nicht mit einer LV-Position verbunden sind. Das ist natürlich eine tolle grafische Checkliste. Jetzt kann ich ganz bequem diese Bauteile nach und nach abarbeiten. Ein Kundenwunsch, den wir verwirklicht haben, war unter anderem auch der Vergleich zu bisherigen LV-Daten. Das heißt, man sieht hier den Unterschied von unserem aktuellen Revit-Modell zum letzten Stand der Ausschreibungsdaten. Ich habe also immer einen Vergleich zur letzten Version. Und auch wenn sich in meinem AFA-System was ändern sollte, eine neue Nummerierung, eine neue Position, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, diese Daten hier zu importieren und habe sofort wieder den Vergleich zu den aktuellen Revit-Modelldaten. An diesen kleinen Pfeilen sieht man auch die Mehr- oder Mindermengen zum letzten Projektstand. Nach dem Filtern, Ermitteln und Zuweisen der Mengen habe ich eben nun die Möglichkeit, über die GAP, ÖNORM oder EBK-Schnittstelle die Daten wieder zurückzuspielen in ein beliebiges AFA-System und habe so die Verknüpfung hergestellt von einem BIM-Modell, IFC-Modell, Revit-Modell zu meinem AFA-System, das ich jederzeit updaten kann. Unsere Kunden haben also die Chance, sofort produktiv zu sein und je länger man mit dem System arbeitet, umso automatisierter kann ich die Mengen übergeben. Praxisnah und schnell.